Was sind HP-Viren und was passiert, falls du dich damit ansteckst? Das und einiges mehr erklärt dir die EGGF in diesem Video. Aufgeklärt, das Doktorial. Wir beantworten eure Fragen. Was sind humane Papillomviren und was machen die genau? Medizinische Namen sind oft schwer zu verstehen, aber keine Sorge. Wir helfen dir beim Entschlüsseln. Der Name humane Papillomviren setzt sich aus drei Wortteilen zusammen. Der erste Teil, human, bedeutet den Menschen betreffend. Das Wort Papillom beschreibt kleine warzenförmige Erhebungen auf der Haut, die Mediziner als Papillome bezeichnen. Die Bezeichnung Virus kennst du, Viren sind Krankheitserreger. Der medizinische Name bedeutet also, den Menschen betreffende Krankheitserreger, die Erhebungen auf der Haut machen und wird häufig als HPV oder HP-Viren abgekürzt. Was machen HP-Viren genau? Es gibt nicht nur das eine HP-Virus, sondern über 200 verschiedene Typen. Die meisten von ihnen befallen die Haut und können dort ungefährliche Warzen, zum Beispiel an den Händen und Füßen, auslösen. 40 dieser über 200 HPV-Typen können beim Sex übertragen werden. Diese 40 werden noch einmal in Niedrigrisikotypen und Hochrisikotypen unterteilt, je nachdem, ob sie Genitalwarzen oder Krebserkrankungen auslösen können. Wie steckt man sich beim Sex mit HP-Viren an? HP-Viren sind sehr häufig und werden von Person zu Person durch Hautkontakt oder Schleimhautkontakt übertragen. Für die sexuell übertragbaren HPV-Typen gilt: Je nach Sexualpraktik sind Infektionen im Bereich der Geschlechtsorgane, am Darmausgang oder im Mund möglich. Auch über sehr kleine Verletzungen, wie sie zum Beispiel bei der Intimrasur entstehen, können die Viren in den Körper gelangen. Kondome schützen nur begrenzt, schließlich bedecken sie nicht die komplette Haut im Genitalbereich. Natürlich kannst du dich nur bei jemandem anstecken, der die Viren in sich trägt. Zu deinem Schutz musst du aber davon ausgehen, dass jeder Sexualkontakt möglicherweise ansteckend ist. Die meisten sexuell aktiven Menschen stecken sich Studien zufolge irgendwann im Leben mit sexuell übertragbaren HP-Viren an, meistens zu Beginn der sexuellen Aktivität. Eine Ansteckung auf anderem Weg ist selten, wie zum Beispiel von der Mutter auf das Kind während der Geburt. Was passiert, wenn man sich mit HPV infiziert? Bei den meisten Menschen passiert gar nichts. Die körpereigene Abwehr bekämpft die Viren und wird sie wieder los, ohne dass du davon etwas merkst. Aber wenn die Viren im Körper bleiben, weil die Abwehr sie nicht loswerden kann und diese Symptome auslösen, gibt es zwei Möglichkeiten. Die Hochrisikotypen können Krebsvorstufen oder Krebserkrankungen auslösen. Die Niedrigrisikotypen verursachen Feigwarzen, auch Genitalwarzen genannt. Was sind Feig- oder Genitalwarzen? Die beiden Bezeichnungen meinen das Gleiche. Wir sagen ab jetzt Genitalwarzen. Genitalwarzen können zum Beispiel so aussehen. Die Warzen heben sich etwas von der Haut ab und ihre Oberfläche wirkt zerfurcht. Sie können jucken oder am Rand der Unterwäsche scheuern, machen aber meistens keine Beschwerden. Sie kommen vor allem am Penis, Hodensack, an der Vulva und Vagina und im Bereich des Darmausgangs vor, sowie im Bereich des Venushügels nach einer Intimrasur. Von 100 sexuell aktiven Menschen sind durchschnittlich einer bis zwei hiervon betroffen. Auch wenn die Warzen nicht gefährlich sind, finden viele Betroffene sie störend, belastend und peinlich. Eine Behandlung ist möglich, dauert aber meistens lange. Leider kommen sie trotz Behandlung auch oft wieder. Was ist das Gefährliche an HPV? Wenn du dich mit einem Hochrisiko-HPV-Typ ansteckst und dieser in deinem Körper bleibt, kann eine Krebsvorstufe und im schlimmsten Fall eine Krebserkrankung die Folge sein. Jedes Jahr erkranken in Deutschland 4.500 Frauen an Gebärmutterhalskrebs. Das sind ungefähr 11 von 100.000 Frauen. Ungefähr 1.500, also knapp 4 von 100.000, sterben daran. Die anderen HPV-bedingten Krebserkrankungen sind seltener, mit 250 Krebserkrankungen am Penis sowie 600 Krebserkrankungen des Darmausgangs und 750 im Mund- und Rachenbereich.
Wie hoch ist das Risiko, an Krebs zu erkranken? Nehmen wir zum Beispiel die häufigste Erkrankung nach einer Hochrisiko-HPV-Infektion, den Gebärmutterhalskrebs. Bei ungefähr 90 von 100 infizierten Frauen bekämpft der Körper die Viren erfolgreich und sie sind spätestens nach 3 Jahren verschwunden. Bei allerdings 10 von 100 Frauen kann sich eine Krebsvorstufe entwickeln. Zum Glück heilt diese bei mehr als der Hälfte wieder aus. Bis aus einer Vorstufe eine Krebserkrankung wird, können 10 bis 30 Jahre vergehen. So kann es passieren, dass man sich als junger Mensch ansteckt, aber erst im Erwachsenenalter an Krebs erkrankt. Wie kann ich mich schützen? Ganz einfach. Lass dich gegen HPV impfen. Die HPV-Impfung bewirkt, dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht an HPV-bedingten Erkrankungen erkrankst. Obwohl man die HPV-Impfung oft fälschlicherweise als Gebärmutter-Halskrebs-Impfung bezeichnet, schützt sie, wie eben erklärt, auch vor anderen Krebsarten. Sie wird unabhängig vom Geschlecht allen Jugendlichen zwischen 9 und 14 Jahren empfohlen. Wenn du diesen Zeitraum verpasst, ist die Impfung auch bis zum 18. Geburtstag noch kostenfrei möglich. Und auch wenn du schon Sex hattest und somit das Risiko einer Ansteckung, ist die Impfung zu empfehlen. Und na klar, Kondome schützen vor sexuell übertragbaren Infektionen und senken auch für HPV das Risiko einer Übertragung. Benutze also Kondome und/oder Lecktücher beim Sex. Und noch ein Hinweis. Falls du dich im Genitalbereich rasierst, dann warte mindestens 12 Stunden mit dem Sex, damit die Haut etwas verheilen kann. Und noch etwas. Eine Krebsvorstufe kann nur festgestellt werden, wenn du in die Arztpraxis kommst. Also nutze ab 20 Jahren die Gebärmutterhalskrebsvorsorgeuntersuchung und Früherkennung bei deiner Frauenärztin. Das war unser kurzes Video zu HPV-Viren. Wenn du etwas über die HPV-Impfung wissen willst, schau dich doch mal in unserem Kanal um. Übrigens, dieses Video wurde von der Bahn BKK gefördert.